Wir haben diesen Sommer einen richtig heftigen Sommersturm gehabt und zeigen euch jetzt in diesem Video, wie wir die Flächen wieder aufforsten mit Eichen, Ahorn und Linden. Den Sommer und Herbst haben wir gerade zweimal einen heftigen Sturm gehabt, der unseren Schneisen in den Wald geschlagen hat und die einen Bäume gerade mit dem Wurzelstock umgekippt hat. Wir haben uns entschieden, die Fläche nicht mit schnell wachsenden, ertragbringenden Tannen aufzuforsten, weil der Boden da sehr kiesig ist und das Klima in den letzten Jahren immer wärmer und trockener geworden ist, hat der Förster uns zu Winterlinden, Stieleichen und Bergahorn geraten. Heute hilft die ganze Familie mit, die jungen Bäumli zu pflanzen. Jeder hat einen Job gefasst. Das Loch graben, Bäumli setzen, den Verbissschutz montieren oder das Pföstli einschlagen. Wir haben etwa 100 Bäumli gepflanzt. Die sollten jetzt den Grundstein für eine stabile Waldgesellschaft legen.